Ich habe mir in meinem Leben schon viele Ziele gesetzt und nicht alle erreicht und mir die Frage gestellt, warum? Und wenn es auch bei dir so ist, dass du dir Ziele gesetzt hast, vielleicht dich selbstständig zu machen, große Vorhaben und Ziele umzusetzen und du bist bisher noch nicht weitergekommen oder immer wieder abgekommen, dann bist du heute richtig hier bei dem Thema. 7 Gründe für garantierten Misserfolg. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung, sondern auch seit vielen Jahren zertifizierter Professional Coach. Und dadurch hatte ich die Gelegenheit, in vielen tausenden Menschenleben hineinzugucken und diese Menschen zu begleiten auf ihren Wegen zum gewünschten Erfolg. Und viele haben es geschafft und einige haben es nicht oder noch nicht geschafft, sondern sind auf Abwege, auf Irrwege geraten. Und davon werde ich dir heute 7 nennen, damit du diese vermeiden kannst. In der Regel sieht, so wie auf diesem Schaubild, die Ausgangssituation eines Menschen aus, der sich ein Ziel gesetzt hat, der eine Vision hat, also etwas sieht, was in ihm intrinsisch Energie auslöst, diesen Weg Richtung Ziel auch zu gehen. Sobald wir also in diesem Zielfunnel unterwegs sind und die ersten Schritte gehen, dann kommen von einer Seite diverse Ablenkungen, und zwar aus dir selbst heraus. Das Bedürfnis zu essen, viel zu essen, das Falsche zu essen, das Bedürfnis schlafen und ausruhen und genauso das Bedürfnis nach ZNS-aktive Substanzen wie Kaffee, Schokolade, Alkohol, Drogen oder andere Dinge. All diese Dinge, wenn du diesen Bedürfnissen nicht widerstehst, sind geeignet, dich jeden Tag von deiner Arbeit, von deinen Dingen abzuhalten und selbst wenn du sie nachgibst und deine Arbeit tust, sind sie geeignet, irgendwann dich und dein Leben zu zerstören. Deshalb eine ganz wichtige Fähigkeit ist es, dass du dich selbst durchschaust, wo du abgelenkt wirst von deinen körperlichen Bedürfnissen. Weitere Hauptgründe, weshalb Menschen nicht erfolgreich werden oder auf dem Weg zu ihrem Ziel abgelenkt werden, sind das Thema der Sexualität. Also ständig auf der Suche zu sein nach einem anderen Partner und alle Dinge dem Erfolg unterzuordnen und dadurch viel Zeit und viel Geld zu verlieren. Wenn du deinen Körper zerstören willst, nun, dann ist es einfach so, dass du 7 verschiedene Beziehungen hast und dich jeden Tag mit dem anderen Beziehungspartner triffst. Dann wirst du über kurz oder lang weder Zeit haben, deine Ziele zu erreichen, noch wirst du die Gesundheit haben, wirklich voranzukommen. Genauso ist es aber auch im zweiten Punkt, dass du ständig in einem Rangkampf befindest. Wenn du das Bedürfnis hast, jederzeit den obersten Häuptling abzubilden und du Ängste hast, als Pinguin nach unten in der Hackordnung nach unten zu kommen, wenn das deine Ängste sind und dir wichtig ist, dass du überall der tolle Typ bist und dich positionierst, dann ist das auch eine große Wahrscheinlichkeit, weshalb du dein Ziel nicht erreichen wirst. Und der letzte und der 6. Punkt ist, dass schließlich Angst zu haben, dass du irgendwas in deiner Vergangenheit gelernt hast, also eine Angst erworben hast, zum Beispiel vor anderen Menschen oder vom Telefonieren oder vom Verkaufen oder einfach das Haus zu verlassen. All diese Ängste können auch geeignet sein, dass du vom Kurs abkommst. Was ich also als Professional Coach in meinem Leben gelernt habe, dass letztendlich kaum das Ziel oder die Vision den Menschen gefehlt hat oder das Ziel nicht erreichbar war, sondern die Menschen haben sich auf den Weg gemacht und sind dann mal hier links beim Essen hängen geblieben, haben sich voll gefressen, auf ihren Körper nicht geachtet, keinen Sport gemacht, hatten Übergewicht, Herzinfarkt, krank und tot. Oder sie haben einfach sich zu bequem das Leben organisiert, viel geschlafen, ausgeruht, lange gepennt, nicht morgens aufgestanden, haben am Wochenende lediglich Couching betrieben und Netflix geschaut und haben nicht gelernt und sich nicht in andere investiert und waren da nicht mehr in der Lage, den Preis für den Erfolg zu bezahlen. Andere wiederum haben sich dem Alkohol ergeben oder Drogen oder Zucker oder Weißmehlprodukte oder einfach nur Kaffee und Schokolade. Und auch diese Ablenkung, nun, die zieht auch den Preis dann irgendwann nach sich, indem einem dann entsprechende gesundheitliche Probleme auftauchen und man sein Glück gar nicht mehr im Erfolg, im Wachstumskurs Richtung Ziel sucht. Viele andere Menschen, nun, die sind als Priorität immer dem anderen Geschlecht hinterher und ordnen denen alles unter. Und das hat euch zur Folge, dass die Energien gar nicht mehr bereitstehen, Kursziel weiter sich zu entwickeln. Genauso viele Menschen achten darauf, dass sie überall der Beste sein wollen, anstelle einfach in sich zu investieren, besser zu werden, bessere Kompetenz zu erlernen, zu wachsen, sich am Ziel zu verschreiben, Niederlagen, Misserfolge einzusammeln, diese auszuwerten und zu gucken, welche Handlungsmaßnahmen dann zielführend sind, wo Verbesserungspotenziale sind. Also achte nicht immer darauf, Nummer 1 zu sein, sondern sorg dafür, dass du Kursziel die Nummer 1 wirst. Und die Ängste, nun, es gibt viele natürliche Ängste, die wichtig sind, damit du und ich überleben. Aber es gibt eine ganze Reihe erlernter Ängste und die kannst du glücklicherweise auch wieder verlernen. Wenn du die Unterstützung
wünscht, nicht nur deine Vision, dein Ziel und deinen Plan zu konstruieren, sondern dich auch immer wieder zu schützen vor Abfahrten hier auf dieser Autobahn, Kurs deines Ziels, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Denn wir haben nicht nur Berater, Steuerberater und Anwälte, Unternehmensberater hier bei uns an Bord, sondern auch viele Coaches und selbsttätige Unternehmer, die dich begleiten können als Mentor, diesen Weg zu gehen. Und viele haben den Fehler gemacht und sind Abfahrten gegangen. Und du kannst von diesen Fehlern profitieren und die selbst vermeiden. Gerne kannst du jetzt aber auch unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.